Es geht um jeden Zentimeter. Manchmal entscheiden sogar nur wenige Millimeter, welcher Stock der Taube am nächsten ist. Aber das ist nicht die einzige Regel, die beim steirischen Eisstockschießen zählt. Das ist eine sehr einfache Rechnung. Es wird einmal Richtung Mützzuschlag, einmal Richtung Langenwand geschossen. Jeder Stockpunkt zählt. Also das heißt, in der Mannschaft sind 6 Schützen. Maximal kann ich 6 Punkte machen und Minimum ist natürlich 0. Nicht? Jetzt schreibe ich hinaus zum Beispiel 3 und dagegen herein 1, habe ich 3-1 gewonnen, wie beim Fußball. Der eine mit die 3 hat 2 Punkte und der andere hat 1 Punkt. Das ist die ganze Wissenschaft an dem Ganzen. Nicht? Auch wenn jeder einzelne Stock ein anderes Design hat, gibt es auch hier eine gemeinsame Vorgabe. Die Unterseite ist Holz und du darfst es nur wachseln oder auch lackieren, aber es gibt keine olympischen Platten drauf. Es ist ein steirisches Schießen, wo die Stöcke alle komplett gleich aufgebaut sind. Die Regeln wären klar, aber natürlich braucht es neben Geschick auch das nötige Quäntchen Glück, um erfolgreich zu sein. Wie wichtig ist die lautstarke Unterstützung des Fanclubs für einen perfekten Schuss? Ja, voll wichtig, vor allem wenn es die gegnerische Mannschaft ist, auch wenn es von der Gemeinde ist, aber wir halten da alle zusammen und es soll die Gaudi sein, oder? Und die gab es auf allen 8 Eisbahnen, auf denen heuer der traditionelle Stadtpokal ausgetragen wurde. Ja, es können Firmen, Vereine, die mit Zuschlag oder im Gemeindegebiet von mit Zuschlag tätig sind und dort die Mitglieder, Freunde, Verwandte können alle mitschießen. Als Sportreferent natürlich auch aktiv mit dabei? Ja, spielt aber der Freiwehr mit, auf der Sonnseite sind wir heute. Und ja, die Vereine, das taugt einer, überhaupt die steirische Eisschießen. Anders wie das Asphalt, steirische, das ist nie so sicher, kann jeder mitschießen. Asphalt ist da ein bisschen mehr für die Profis und dadurch haben wir so viele Nennungen und das taugt mir. 47 Mannschaften waren am Start, die 8 Eisbahnen in Hönigsberg, ganz und mit Zuschlag, präsentierten sich dabei alle mit perfektem Eis. Eis wird immer dann, wenn die anderen schlafen, mitten bei der Nacht. Wir haben Gott sei Dank ein super Team da, wir halten alle zusammen. Viele Stunden, viel Schnaps, warmes Gewand, super Eisbahn. Radium, Radium, bis der Ausbahn kracht! Wolkenschäfer. Ich danke wirklich allen, die da mitmachen, allen Vereinen, allen sogenannten Eismeistern, oder ich weiß nicht, gibt es auch Eismeisterinnen, da ist jemand dabei, der das eben verantwortlich vorbereitet, dass die Bewerbe durchgeführt werden können. Und ich denke, es ist ein toller, gelungener Tag. Und vielleicht gibt es nächstes Jahr auch eine Mannschaft von TV Mürz. Das lassen wir an dieser Stelle noch unbeantwortet. Erkunden uns aber sicherheitshalber doch schon mal, was es braucht, um einen perfekten Schuss hinzubekommen. Oh, worauf kommt es drauf an? Es kommt immer darauf an, wie die Stöcke liegen. Also du musst schon genau zielen können, das wäre nicht schlecht. Aber es leider Gottes spielt es das nicht immer so. Vielleicht hilft aber auch ein bisschen was Hochprozentiges. Ich weiß ja gar nicht, was da oben steht. Es ist zu 100% ist das Wasser, ja. Also 100%? 100%, das ist die gleiche Flüssigkeit wie am Eis. Also reines Zielwasser. Reines Zielwasser, ja. Also es sind eh nur 200 Milliliter da drin, gell. Also voll für uns sexy gerade. Ganz ohne Zielwasser hat der jüngste Teilnehmer seinen Stock gut positioniert. Der 11-Jährige ist normalerweise am Tenniscourt zu Hause. Mit Tennis muss man ja mit einem Schläger eigentlich und da ist es halt mit einem Stock. Ist im Prinzip wie Bowlen, aber auf Eis. 47 Mannschaften haben der Kälte getrotzt, sich sportlich betätigt und gesellige Stunden beim 15. steirischen Stadtpokal verbracht. Die Nase vorne hatten am Ende bei den Herren das Team der Stadtwerke Mützzuschlag vor dem ESV-Sportplatz Mützzuschlag und Schöneben Herren 1. Bei den Damen behaupteten sich die Horten-Kiga-Mädels vor den ESV-Sportplatz-Damen und den Damen von Soka.